Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Rising World. Es geht endlich weiter hier im schönen Gugeltal. Wir haben hier einen Steak auf dem Grill. Und wir wollen einen Hofladen bauen. Der Steak ist noch nicht gut, aber wir gehen mal in die Holzabteilung und schauen mal, was wir denn für einen Hofladen alles so gebrauchen könnten. Bauelemente. Ich würde mir gerne Regale selber bauen. Ich würde mir echt gerne Regale selber bauen. Da müssten wir eine Blaupause von machen, ne? Ist gerade so eine Idee, wisst ihr? Ist gerade so eine fixe Idee eigentlich. Regale, wo man eventuell Kisten reinstellen kann. Das geht. Ich könnte ja sagen, zum Beispiel, ich habe ja, pass mal auf. ja, Steak. Gute Erinnerung, dass ich da immer noch das Steak kurz sehe. Warte mal, hier war das Loch, ne? Das stopfen wir erstmal. Ich würde mir gern Kistenregale selber bauen. Zack, okay. Wie viel sind denn das hier? Sagen wir, so ein Regal würden wir ein... Eine Kiste ist 2 breit. Das heißt, wir müssen so ein Regal... Müsste dann über 2 breit sein. Richtig? Richtig. Bauen wir es doch einfach hier, dann kopieren wir es. Und dann können wir es überall reinstellen. Das Problem ist... Ich möchte halt hier gerne alles voller Regale haben. Das wäre 3 breit. So eine Kiste ist 2 breit, glaube ich, ne? Ja. Bauen wir das echt selber? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Machen wir doch einfach mal, passt mal auf. Das ist gerade eine ganz frische Idee, die ich da habe. Wir können ja erst nochmal gucken, was ich sonst noch habe. Es gibt ja Regale, aber da kann man leider keine Kisten reinstellen. Das ist das Dumme. Das ist das Dumme. Wir können ja hier mal beim Möbel gucken. Möbel. Tische zum Beispiel. Das sind Tische. Die bringen uns aber nichts. Dann haben wir hier unsere Küchenzeilen. Die können wir natürlich auch nehmen jetzt als Regalordnung. Es gibt diesen Tisch hier, dann gibt es den. Warte mal. Jenen. Die sind alle wunderschön. Dann gibt es hier diese kleinen Dinger. Vielleicht könnte man die mit verbauen sogar. Und dann gibt es diese Dinger. Warte mal. Wie wär's denn? Habt ihr schon mal ausprobiert, ob man hier vielleicht eine Kiste drunter stellen kann? Wir nehmen jetzt dies hier mal in einer bestimmten Farbe. Was wären so gut bäuerlich? Weiß, naja, ein bisschen zu modern, ne? So Shabby-Style würde mir gefallen. Das hier ist zu viel zu modern. Ist auch teuer, ne? Benötigt nämlich 32 Holz. Das ist ganz nett. Was denn hiermit? Das ist doch so ein bisschen shabby. Bauen wir uns mal. Egal, komm, wir bauen uns mal so ein Ding. Und wir bauen uns nochmal eine Kiste. Schränke, Kisten. Die zum Beispiel... Aber wenn ich da jetzt den die mit dem geraden Deckel nehme, so eine Holztruhe. Auch in dem shabby Look. So, wartet mal. Wenn wir die jetzt mal, wir können die mal drin aufstellen, ruhig. Ist nur so eine Idee. Ist nur eine blöde Idee. So, wenn wir jetzt sagen, täten. Wir machen das Ding hier als Tresen zum Beispiel erstmal. Na, als Tresen, außer Tresen nichts gewesen. Hier für den Hofladen. Passt mal auf. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Schreibtisch. Kann natürlich sein, dass der keine Kiste drunter passt, ne? Den müssen wir natürlich drehen. Das muss nach vorne. Das muss nach vorne und das muss hier so hin. Dann schließen wir es mal hier genau an. So zum Beispiel, ne? Und können wir jetzt hier eine Kiste drunter stellen? Oh, es wird dunkel. Verdammt. Ja, gut. Gehen wir mal schlafen. Irgendwann wird es halt auch mal dunkel. Oh, Steak. Ui. Nein. Nein. Ich hatte so einen Hunger. Mist. Arg. Ja, erstmal eine Tomate, damit wir nicht verhungern über Nacht. Zur Strafe schlafe ich hier im Zelt.
Oh Mann! War das schon so lange wieder? Hm, ich trinke ja mal einen Schluck. Was da so knackt, das ist diese PET-Flasche von dem Wasser. Eigentlich sollte man das nicht aus PET-Flaschen trinken, glaube ich. Ich glaube, ich werde mal gucken, ob ich irgendwie ein gutes Wasser in Glasflaschen finde. Ja, was habe ich überhaupt vor? Das fragt ihr euch und mit Recht. Mit Recht. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir hier drunter eventuell eine Kiste kriegen. Das schöne Steak, das schöne Steak. Ach, ist das ärgerlich mal wieder. Kiste. Kriegen wir die hier untergebaut? Und wenn ja, pass mal auf. So verschwindet die ja, ne? Die können wir noch öffnen. Okay. Warte, ich baue den mal wieder ab. Den Schreibtisch. Stellen den mal woanders hin, ne? Das funktioniert auf jeden Fall. Auf jeden Fall funktioniert das schon mal. Das funktioniert schon mal. Wenn wir das jetzt zum Beispiel als nochmal drehen. Hier als unser Lagerregal nehmen. So. Hier, ne? Setzen wir dann hier so hin. Zwischen die Fenster. Ist genau mittig. Wir können mal Gitter einblenden. Steht es jetzt an der Wand? Ja, jetzt steht es an der Wand. Okay, ich denke mal, das ist mittig so. So, passt mal auf. Und jetzt sagen wir nämlich, jetzt packen wir die Kiste mal hier drunter. Lala. Es kann sein, dass es günstiger wäre, wenn wir da sogar auch nochmal das Gitter einblenden. Ja, dann macht er das nicht so richtig, ne? Wir können das aber noch ein bisschen verfeinern, indem wir es mal ein bisschen kleiner machen, das Gitter. So, und jetzt setzen wir die mal hier unter. Na? Da haben wir nämlich hier einmal die Fächer und wir haben hier einmal die Fächer. Wenn wir da jetzt noch einen Schreibtisch draufsetzen würden, in weiß, hätten wir da nicht ein wunderschönes Ladenregal? Dann würde es nämlich eher aussehen wie ein Schrank, oder? Passt mal auf. Wir machen uns also jetzt nochmal eine weiße Kiste. Eher hier sowas, ne? In dem Farbstil. Und ich hoffe, wir haben genug Holz. Könnte reichen. Es könnte reichen. Passt mal auf. So, okay. Erstmal Tische. Da hatten wir hier den Schreibtisch. Wo war er? Runder Tisch, Schreibtisch. Den einmal. Ah, nein. Ich wollte auch eher so weiß haben. Warte mal, können wir das auch in Großansicht machen? Ja. So, ne? Ja. Okay, einmal herstellen. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Arrgh. Ja gut, vielleicht können wir dann noch so ein Regal von machen. Ist ja nicht schlecht. Nehmen wir das schon mal, behalten wir als Untergrund. Ich hätte das jetzt auch mit irgendwie mit Blaupausen machen können. Aber das wäre ja auch... Kleiner Unterschlupf. Quatsch. Ich bin ja total falsch. Rohstoffe. Herstellen. Ganz viel Holz. So. Okay, alles in Holz verwandelt. Jetzt nochmal eine Truhe. Kisten. Holztruhe 2. So weiß, ne? Wollten wir die haben. So. Herstellen. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt haben wir nämlich die weiße Kiste und die weiße Truhe. Ich bin total hungrig. Ich glaube, wir essen mal ein paar Kartoffeln. Schade, dass man dieses Ding hier, dass man den nicht mehr so nachbauen kann. Aber vielleicht lassen wir uns auch noch was einfallen. Aber erstmal wollen wir jetzt die Kartoffeln. Kartoffeln. Zack. Und guten Hunger. Schöne rohe Kartoffeln. Aber guck mal, was die an Futter wieder geben. Wenn wir da 10 Stück essen, sind wir wieder kerngesund. Also, ne? Könnt ihr aber wissen. So, jetzt passt auf. Achtet auf die Feinheiten. Aus einem Schreibtisch wird ein Schrank. Ach, den können wir so nicht bauen. Warum denn nicht? Wir können keinen... Können wir so nicht bauen? Na, warte. Na, Moment, Moment, Moment. So schnell geben wir nicht auf. So schnell geben wir nicht auf. Wenn ich jetzt sagen, tät, tät, tät,
Ah, Mist. Ich hätte jetzt gesagt, okay, wir können also keinen. Auf einen Schreibtisch können wir nicht noch einen zweiten Schreibtisch stellen. Das ist aber blöd. Das würde ich aber gerne machen. Ich würde da gerne einen draufstellen. Da oben drauf. Ja, genau, auf den anderen drauf. Ist schon richtig. STRG. Wartet mal. Ach so, kann man denn nur drehen? So kann man auch nur drehen. Schade, es wär ganz cool gewesen, wenn das jetzt gegangen wäre. Also es geht ja, also er verweigert ja sozusagen nur die STRG. Ne, so kann man denn nur drehen. Geht da vielleicht drauf semmeln? Da macht das erst recht nicht. Das ist aber ärgerlich. Und hier in die Ecke passt er auch nicht rein, ne? Moment mal. Wenn wir jetzt sagen, täten. Ich weiß, ich mache euch irre. Aber es war ja nur auch nur eigentlich im Grunde nur ein Experiment. Hätte ja sein können, dass es klappt. Wenn nicht, machen wir da unseren Tresen raus. Machen hier jetzt einfach nochmal das hier weg. Komplett. Dann haben wir auch noch ein bisschen mehr, ihr wisst schon. Oh, guck mal, da sind dann zwei Löcher entstanden. Das ist aber gar nicht so schlimm. Oh mein, das bleibt da. Das heißt, der eine Balken müsste ja sowieso da bleiben. Dann haben wir hier ein halbes Fenster. Ist ja auch blöd, ne? Haben wir dann ein halbes Fenster. Ah, das ist aber schade, dass wir das dann nicht so draufstellen können. Da müssen wir das wahrscheinlich doch anders machen. Aber es geht tatsächlich nicht. Ich hätte es echt gehofft. Wenn wir jetzt hier aber zwei Klötze hinsetzen, so zum Beispiel, so und so, können wir dann da den Schreibtisch draufbauen? Dann können wir eine draufbauen. Aha. Und wenn ich jetzt sagen würde, zwei Klötze und eine Halbstufe, nur mal so zum Test. So, könnte ich da jetzt den Schreibtisch auch draufstellen? Ja, das geht auch. Aha. Wartet mal, Freunde. So schnell gibt der Opa nicht auf. So schnell wird die nicht aufgegeben. Auf gar keinen Fall. Was? Zack, zack. Warum ist das Geräusch jetzt anders? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nehmen den Schreibtisch schon mal weg. Entfernen. Die Truhe noch mal weg. Da ist nichts drin, dann kann man die auch noch entfernen. Alles ist gut. So, jetzt wollen wir mal gucken. Passt der Schreibtisch hier in die Ecke? Nein, passt er nicht. Okay, wir nehmen jetzt auch erstmal nur den dunklen Schreibtisch. Nee, wir nehmen den hellen. Und wir nehmen aber auch noch die Kartoffeln mal weg. Einmal in hier. So, und jetzt machen wir uns nämlich sozusagen erstmal eine kleine Stütze hier hin. So, ne? Hier wollte ich näher hin haben. Ach, pass auf. So, und da setzen wir uns jetzt hier zwei Dinger drauf. So und so. Und jetzt nehmen wir nämlich erst den oberen Schreibtisch. Drehen den natürlich. Okay, wir können auch hier hinsetzen. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe da keine Probleme mit Gitter. Oh, ich muss was trinken. Ach ja. Ja, ist nicht ganz so einfach wie gedacht. So kann man ransetzen, ne? Einmal so. Sitzt er hier oben drauf. Und da hinten in der Wand so ein bisschen drinne. Naja, ist noch nicht die optimale Lösung, ne? Nehmen wir mal weg. Werden wir einfach das Gitter ein bisschen kleiner machen. So, passt mal auf Gitter. Ja, will ich ihn so haben? Oder eher hier so bis vor die Tür. Nee. Passt mal auf, wir müssen noch mal ganz kurz was machen. Und zwar ist ja sowieso erstmal nur ein Test. Ich dachte eigentlich, dass es einfach so geht, aber ganz so einfach ist es dann bei Rising World doch nicht. Aber es wäre natürlich bei anderen Spielen wäre es wahrscheinlich völlig unmöglich. Hier ist es wenigstens theoretisch möglich. So, und jetzt machen wir das Gitter noch mal ein kleiner, noch mal ein zarter. So, und jetzt setzen wir den hier hin, oder? Was meint er? Ist es die Mitte? Kommt hin, ne? Sieht gut aus.
Oder eher so? So, ne? Ja. Okay, das passt auf jeden Fall schon mal. Jetzt setzen wir hier die weiße Truhe rein. Werden dieses Spiel schon noch dahin kriegen, wo wir es haben wollen. So, Gitter. Bisschen weiter nach vorne. Die Truhe. Moment mal. Wir machen hier nochmal ein Brett unter. Zack. Dann können wir es darauf lang schieben, ne? So, jetzt machen wir das Gitter an. Jetzt machen wir es wieder ein bisschen plus ein bisschen gröber. So ist, glaube ich, ganz gut, ne? Oder, nee, warte mal. So. So, ne? So würde ich sagen. Ist das die Mitte? Ja, passt. Okay. Und jetzt reißen wir es unten einfach wieder weg. Ganz gemein. Und vielleicht kriegen wir den anderen jetzt da drunter. Das wäre total genial. Dann dich noch. Und dich noch. Und dann bauen wir den anderen Schreibtisch einfach da drunter. Hohoho. Kann natürlich sein, dass es jetzt immer noch irgendwie zu hoch ist oder so. Und dann dürften wir, wenn das alles funktioniert, wie sich das der Opa denkt, eventuell einen funktionierenden Schrank haben. Den wir dann sogar theoretisch noch einen höher machen könnten. Es funktioniert. Ich drehe durch. Gitter. So. Und dann hier natürlich nochmal die andere Truhe rein. Die dann ungefähr... Na, das Ding brauchen wir nicht hier. Da haben wir schon einen von. So, jetzt die andere Truhe da rein. So. Ich kann natürlich versuchen, da eine Blaupause von zu machen. So. Und dann haben wir einen Schrank. Und wir haben hier einmal Fächer. Wir haben hier einmal Fächer. Wir haben hier oben einmal. Und hier unten einmal Fächer. Könnten wir theoretisch hier noch was oben drauf setzen aus Holz oder so. Müssen wir mal sehen, ob das geht. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann haben wir hier einen schönen Schrank stehen. Und ich muss mal gucken, kann ich dahinter schauen? Vielleicht könnte ich das sogar eingrenzen und könnte da eine Blaupause von machen. Und dann können wir uns das Ding einfach überall hinstellen, wo wir wollen. Ist das cool? Ich glaube schon. Wir können das Ding ja sowieso nochmal umsetzen jetzt, wenn es hier blöd steht. Aber ich würde halt, wie schon gesagt, da oben eventuell noch gerne so einen Kranz rummachen oder sowas. Da lassen wir uns noch was einfallen. Hier für unseren wunderschönen Schrank, den wir jetzt hier gebaut haben zusammen. Und ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal im schönen Googletal. Wir bauen hier einen großen Hofladen hin. Hier kommt dann unser ganzes Gemüse rein. Wir können ja auch die Truhen, glaube ich, noch beschriften. Und vielleicht können wir hier auch kleine Schilder dran machen. Das war gerade meine Nase, ne? Vielleicht können wir hier auch kleine Schilder dran machen. Das überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Ich muss gleich niesen und deshalb sage ich auf Wiedersehen und ja, bis zum nächsten Mal. Mit dem Schrank. Wunderschön.